Nicht lange wickeln und wird sofort hinterher starten. Bibo müsste auf der Bühne landen, das wäre der optimale Fall. Tut er das? Ja, er bremst gerade noch drauf. Was macht Tippi? Bei Tippi weiß man es immer nicht. Tippi, bremsen! Okay, aber Bibo geht immer durch den Dach und schmeißt den links vom Parkett. So, und dann haben wir den schon. So, jetzt sehen Sie noch was? Der hat einen praktischen Griff am Kopf, da kann man drüber mit hinlaufen. Ne? Also auch sehr geländegängig, wie wir sehen, wenn wir gleich den Hang hochlaufen. Und dann wollen wir uns mal hier vorne positionieren. So. Bisschen fachig wollen wir trotzdem bleiben. Oh, guck mal, der ist immer noch in Bundeslaune, ist das richtig, mit seiner Beule hier. Ne? Das signalisiert so ein bisschen, dass er noch Pfefferminen dann hat. Ne? Der hat noch Lust. Und das kann man sehen, ich weiß nicht, die ganzen Hormone, die gehen mir wirklich ganz vorne an den Kopf, ich weiß auch nicht warum. So ist das bei ihm. Wunder mich, um die Jahreszeit kennen wir es eigentlich weniger. Ansonsten biologisch ganz wichtig, schauen Sie mal diese Geschichte, ich lasse ihn erstmal schlucken mit den Armen, Gerd, ja, passt das? Gut. Schauen Sie mal, extrem elastisch, übrigens auch in diese Richtung kriegen Sie keinen Schrecken. Oh, lauf. Und das ist ganz einfach, das mache ich mit zwei Fingern, weil er dieses Ding wie ein Gerät einsetzt, einen Kescher, sieht den Fisch, denkt, oh, und schaufelt sich den da auf. Quasi wie so ein Spaghetti sieht ohne Löcher. Das gucken wir uns in der Praxis mal an. Der Fisch, der tummelt sich im Wasser, zack, kommen die Pelikane und sage ich Ihnen ehrlich, wenn die Pelikane dann noch so jagen, dann mit ihren Kellen. So, und dann wollen wir dem Vogel mal den Gefallen tun und sie so ein bisschen ausbauen. Wieder in die Voliere dürfen und dann den nächsten Tag abwarten. Lady Polly! Boy. Ja, wir hatten natürlich ähnlich wie der halbe Planet, dieser ganze Chaos losging. Da durfte er überhaupt nichts machen. Da hieß es ja, man darf die Tiere nicht trainieren. So ein Scheiße, was hat das da? Das heißt, bei der Lady, die klettert uns mal eben auf fast 6 Kilo. Das ist wirklich eine Menge, damit sie hinterher bei 4,5 bis fast 5 Kilo fliegt. Ja, das kann man jeder selber runterrechnen, was das für ein Bild ist. Damit sie wieder in Form kommt, dann habt ihr den ganzen Wintersteck. Hey! Den ganzen Wintersteck noch drauf. Ist bei uns Menschen ja auch so ähnlich. Und morgen wieder sein gleiches Repertoire runterraten. So, tschüss, dankeschön, adios. Eben halt die Version light. Carlos, ich kann dir keinen Hubwagen anbieten, ist zu teuer dieses Jahr. Können wir vergessen, komm runter. Ja, er denkt auch, da kann ich dein Ernst sein, hier aus 3 Metern mich hier hopsen lassen. Ja, aber so ist es. Also machen wir das so, er kommt wieder ran, auch bei diesem Vogel. Guck mal, ein bisschen Applaus. Meine Fresse. Und um das hier hinzukriegen, wenn das schon reicht. Gut, soll uns recht sein. Dann werden wir auch mal wieder hoffentlich in die Spur kommen. Auch hier bei diesem Vogel ganz wichtig, dass der hier in unserer Nähe im Grunde genommen sich benimmt. Warum sage ich das? Der Carlos ist natürlich ein männlicher Kondor, der so drei. Bleiben Sie immer so ein bisschen in Bewegung. Der ist viel zu jung, da ist er der Papa gefällt, der ist deutlich alter. Aber ich habe ihm ja schon den Tipp gegeben, beweg dich, Junge, schlaf jetzt nicht ein auf der Bank. So, wir drehen uns mal einmal um als Valentin, bitte umdrehen und dann wollen wir noch mal ein bisschen was fliegen, dass wir die Tiere so ein bisschen in Wallung bekommen. Oh, und er hat schon wieder irgendeinen anderen Auftrag. Und da haben Sie... So, jetzt kommen wir mal her. Am besten einen, den anderen versuche ich bei mir zu halten. Harley, mal gucken, einer müsste mal losfliegen, freiwillig. Aber jetzt hier mit Fleischhandtiger habe ich sie beide eine Kugel. Also warte ich noch mal ein paar Sekündchen. Vladimir, du musst mal rüber, guck mal zu Michelle. Das ist das Mädel, was ein Kopf größer ist als die Brüstung. Die guckt gerade mit dem Kopf da rum. Das siehst du noch. Ja, da muss man hin. Vitali, Vladimir, wie sieht's aus? Ich brauche mal einen fliegenden Vogel. So, machen Sie gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Super show. Thank you.